Ja, liebe Sportskameraden, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Girl von News. Natürlich hier wieder mit der Julia und mit was ist so? Ist nicht lustig, oder? Nein. Egal. Also auf jeden Fall geht's jetzt los. Ja, Sportskameraden, hier gibt's natürlich wieder jetzt Nachrichten mit der Julia und du hast schon mal reingeguckt, hier wieder in unserer tollen Quelle. Was hast du denn so gefunden? Was sind die wichtigen Themen? Willst du nichts sagen? Ich will dir nicht halten. Du willst dir nicht halten, du. Das ist gutes Training, sage ich dir. Wir gucken einfach mal rein, was es so gibt. Und ja, Bundestagswahl war. Und ja, sag mal, die FDP hat verschissen. Interessiert dich das? Euch interessiert es wahrscheinlich nicht. Wir sagen jetzt nicht, wen wir gewählt haben. Das bleibt immer noch ein heftiges Geheimnis. Wir haben nämlich ein heftiges Geheimnis. Kommen wir mal weiter. Hier, Big Brother, die Georgina. Warte, was die Schlagzeile heißt? Bin ich verrutscht? TV. Er hat mich plötzlich an die Wand gedrückt und mit dem Pillemann. Der Akku schon wieder, guck mal. Ach. Egal, wir machen Ach, weiter so lange wie es geht und dann müssen wir gleich wechseln. Ihr wisst, wenn gleich weg ist, Akku leer. Komm, mach jetzt. Ja, was sagst du zu Big Brother? Da hat ja der Manuel, der tut ja, das ist dieser Boxer, der auf die Fresse gekriegt hat und der irgendwie voll fett aussieht. Sieht der aus wie ein Boxer? Nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was hat der denn für Ansprüche? Wahrscheinlich wird er mich natürlich ordentlich umklatschen, wenn er vor mir stehen würde. Aber wenn er wirklich Ansprüche hat, den Klitschko mal zu verdreschen, wieso macht der so eine Scheiße? Hat er entweder keine Kohle mehr, was meint ihr? Oder Die erzählen ja auch die ganze Zeit, dass sie kein Geld dafür kriegen. Was für ein Quatsch. Ja, die werden schon dafür, dass sie sich da bloßstellen, ordentlich kriegen, oder? Also ganz ehrlich, wenn ich die Freundin von diesem Manuel wäre, ich würde den so weg, oder sobald er so einen persönlichen Anruf für nach Hause bekommt, ich würde direkt Schluss machen. Aber wie geil der Typ ist, dass er auch noch so hier einen auf Moralapostel macht, ich bin der Tollste, ich würde nie fremdgehen, ich verehre meine Freundin und dann... Der kennt sich aus, der guckt das immer. Richtig, ja. Ich höre immer so ein bisschen was raus. Ja, und ich verstehe den Typen echt nicht, ne, dass der nicht merkt, dass da Kameras sind, wo er ist. Also eigentlich müsste er denkt ja, er wäre so schlau und mitkriegen. Es wären nirgendwo Kameras, wo er sie zumindest kriegt. Zum sportlichen Aspekt nochmal. Ich verstehe einfach nicht, wenn der jetzt da rausgeht, wirklich einen Anspruch hat, nochmal irgendwann einen Rückkampf gegen Klitschko, der macht sich ja zur kompletten Lachnummer da drin, ja. Oder? Naja, also ich glaube auch nicht, dass er irgendwann mal eine Chance haben wird. So, der nächste Punkt, was haben wir denn noch? Ich habe vorhin gehört, dass diese Leiche da, diese Mumie, einfach aus Plastik ist. Ja, das hat mir irgendwann erwähnt, dass jemand auf dem Dachboden eine Mumie gefunden hat. Ich habe übrigens vorhin noch ein altes Shaq 3D auf dem Dachboden gefunden hier, den wir nicht haben. Ja, und er soll die Leiche aus Plastik sein, aber der Kopf ist echt. Ja. Der Kopf ist echt. Ja. Hm. Ja. Keine Ahnung, was euch da sagt so, aber wir haben noch keine Leiche auf dem Dachboden gefunden, weil wir keinen haben. Letztes Mal spreche ich von deiner Mundhygiene und jetzt... Weisheitszähne, ja. Ich zum Beispiel, bei meinen Weisheitszähnen ist so gewesen, ich habe voll Schmerzen gehabt und seitdem ist mein Gebiss ein bisschen schief, aber die mussten nicht gezogen werden. Und wie ist es bei dir? Ich habe hier und da einen. Haben sie nicht rausgeballert? Nee. Ja, hast du ja Glück gehabt. Manche laufen ja mit so Hamsterbäckchen die ganze Woche rum. Ich habe so Angst. Kann man immer lachen. Bei mir kommen die garantiert nicht raus. Ja. Habt ihr auch Angst vor Spritzen? Ja, wofür habt ihr eigentlich Angst? Sie zum Beispiel war ja letztens im Krankenhaus, weil ich hier ein bisschen Schmerzen und dann mussten sie mir Blut abnehmen und sie hat sich erstmal schön verpisst, meinte, ich kann nicht gucken. Ich dachte, guck dir das mal an, das Spektakel. Und, wisst ihr, und Görki ist dann so, der zeigt mir das auch schön noch und zeigt mir sein Blut. Guck mal her, Blut, guck mal her und so. Aber sie kann, also da musst du mal was unternehmen, das sage ich dir immer wieder. So ich ärgere sie, ich komme mal diese Spritzen, dann mal ordentlich Pferde oder nach. Oder manchmal nimmt so er einfach eine Gabel und macht dann so... Ja, aber du musst da was gegen tun, weil irgendwann wirst du auch kaputt gespritzt. Ich sag dir, ja, spätestens wenn du auf die Bühne willst, dann musst du sowieso Anabolika reinkloppen, Alter. Dann musst du dir was spritzen, dann wird sie dir auch nicht drum herum kommen, weil sie macht ja schon Trizepspose. Guck mal, die kleine Katze da draußen. Oh, geil. Wir haben hier mal eine Katze von Nachbarn. Ich habe mal Schiss, eines zu kaufen, weil ich immer denke, die wird vom Auto überfahren, so draußen. Irgendwann dann ist man ja dann doch traurig. Katze kaufen? Nee, lass mal, die muss mal alles voll kacken und pissen. So, wir brauchen Nachrichten, das ist Nachrichtenshow. Ja. Ich habe noch News. Was Spannendes unten gelesen. Ja, gehen wir mal runter. Ist natürlich gerade Drama hier in Kenia mit dem Massaker im Einkaufszentrum. Da kann man keine Scherze machen. Oh, das ist aber Medizinwunder. Ärzte züchten neue Nase auf der Stirn. Ja. Das sieht aus wie so ein Nilpferd. Zeig's mal in die Kamera. In die Kamera? Sieht man das? Der hat jetzt eine Nase auf der Stirn. Wird da natürlich nicht scharf jetzt. Aber ich sag mal, sieht ziemlich beschissen aus. Bäm, ja, Akku war leer. Wie gesagt, Thema war jetzt der Typ, der eine Nase transplantiert bekommen hat. Transplantiert auf die Nase bekommen hat. Ich sag mal so, sieht scheiße aus, aber wenn er dadurch wieder Luft kriegt, ist das ja natürlich eine tolle Sache, oder? Ja.
Aber wieso macht man das auf die Stirn? Kann man das nicht irgendwie in den Nacken machen? Da sieht das wenigstens aus wie ein Hex-Spoiler. Also ich weiß auch nicht. Dein Thema. Ja. Ach ja, hier UFO in Düsseldorf war anscheinend doch nur ein Flieger oder so. Flieger. UFO-Thema. Gehen wir mal weiter runter. Ich glaube, ich hau noch eine Görki-Weisheit raus. Ist zwar nichts Spannendes dieses Mal, aber was kommt fällt mir gerade ein. Ja. Weil, wenn ich meine Socken angucke, hier, meine Socken, seht ihr hässlich, die? Ne? Ja, das sind nämlich Görki-Socken, weil, die habe ich mir als Kleinkind übrigens gekauft, die habe ich im Kindergarten getragen. Weil alle schwarzen Socken, wir haben unsere Socken irgendwie in einer großen Kiste, und alle schwarzen Socken, die wir haben, zieht der Görki an, der zieht keine anderen Farben an. Jetzt habe ich keine Socken mehr und muss seine scheiß hässlichen Ringelsocken anziehen, weil wir dieselbe Schuhgröße haben. Ich sag ja immer, im Haus 39. Ich sag ja immer, im Haus brauchst du gar nichts tragen. Im Haus brauchst du ja gar nichts tragen, sag ich immer. So, jetzt haben wir noch mal ein Thema. Pamela Anderson in Big Brother. Aber wir haben immer noch Big Brother. Findest du nicht, dass das irgendwann die Leute nicht mehr interessiert? Unser Niveau, Big Brother, Pamela Anderson heißt sie, ne? Sie darf nicht, also die will einfach nicht da drin schlafen, weil irgendwie, die will im Hotel schlafen. Wahrscheinlich kriegt sie nicht genug Geld, dass sie auch da übernachten muss. Echt jetzt? Ja, ist das nicht mit. Kommt die immer tagsüber da rein? Ja, ja, klar, die geht so wie ein Gefangener, weißt du, kriegt nachts Ausgang. Also andersrum, beim, ich weiß auch nicht, wie die. Ja. Warum macht die das dann überhaupt? Ja, weil die auch Geld, vielleicht muss sie ihre Brüste erneuern, weil langsam das Zeug rausgeht. Ja, wir haben uns neue Boxen gekauft. Ja, und? Cool. Wir haben uns neue Boxen für den Computer gekauft. Ich wollte schon immer so Boxen für den Computer haben, wo man wieder Bass hat, weil ich damals in Mannheim gewohnt habe und da hat sich der Nachbar beschwert, da habe ich die abgeschafft und jetzt wollte ich so Bose-Dinger. Ja, das ist eine tolle Marke, dann kann ich mal ausspüren. Kann ich mir leisten inzwischen. Aua, ey, das tat aber echt jetzt weh. Gibt's gleich wieder ordentlich häusliche Gewalt. Und da gab es dann, hatte ich so, das nennt man Bose Company in 5 oder so. Und da hatten die gerade ein Ausstellungsstück bei Mediamarkt. 100 Euro billiger. Für 240 Euro habe ich es abgesagt. Haben wir jetzt so. Jetzt haben wir Bass bei der Musik. Und jetzt muss ich mir ihre Scheiße hören. Was hörst du? The Sound You Need. Müsst ihr bei mal YouTube, auf YouTube The gucken. Sound You Need. The Sound You Need. The Sound You Need. Und ich muss dann immer zwischendurch irgendwie Nas oder Jay-Z reinhauen. Ich wollte gerade so sagen, The Sound You Need. Fällt mir gerade noch eine Görki-Fakten-Weisheit ein. Ja. Und zwar. Du bist erstens hier ein Fussel. Habe ich einen Popel? Guck mal. Du bist eklig, dann schmierst nicht bei mir ab. Ich wollte sagen, wusstet ihr zum Beispiel, dass Görki irgendwie kein SZ ausspricht? Zum Beispiel Szene, sagt Görki. Nee, Szene. Szene. Oder Psychologin. Oder Szene. Szene. Du bist doch Psycho. Und Pschina. Pschina. Zina. Ja gut, aber jetzt interessiert die Leute nicht. Die wissen, dass ich nicht perfekt bin, außer der Rest halt. So. Guck mal, nackter Po. Oh. Aber interessiert, sag doch mal, welches Thema wir noch ansprechen Fußball können. Fußball hast du heute noch gar nicht. Fußball, ja, aber immer nur Fußball ist auch langweilig. Jürgen Klopp hat sich ein Trikot vom 1860 München-Spieler geholt, weil er mit auf Oktoberfest gehen will. Echt? Ja, ist ja nicht spannend, sag ich ja. Ja, okay. So, noch ein Thema. Was haben wir denn noch so? Ja. Ich überlege gerade. Ich habe mir eine Sporthose gekauft. Aber das ist doch nicht Neuigkeiten, die Leute. Ja, falls ihr im nächsten Video meine neue Sporthose sehen wollt, die ich wieder so schön jetzt präsentieren kann. H&M macht dir Sportartikel. H&M macht Sport. Was haltet ihr denn von H&M? Dann schreibt das in die Kommentare. Was haltet ihr? Wenn ich meine neue... Muss ich ausreden! Was gibt's aber hier? H&M hat Sportklamotten. Also, aber eigentlich sind die ja gar nicht so schlecht, oder? Ich finde die voll geil. Aber für Männer habe ich doch nichts Vernünftiges gesehen eigentlich. Ja. Na, ich glaube, wir labern eh schon wieder zu viel. Okay, tschüss. Ja, du musst auch schon irgendwie was bringen, dass es am Ende nochmal lustig wird. Okay. Letztes Mal hast du einen Handstand probiert. Ich die Titten. Nee, mach mal was anderes. Machst du sonst immer. Mach mal irgendwie. Was könntest du machen? Ich kann nicht so viel. Handstand. Mach die Haare schön. Also posen wir wieder. Okay. Aber diesmal kannst du Brust zeigen. Also Brustmuskulatur. Ich kann das wirklich, warte mal. Ich kann mit so zucken noch. Warte, kann ich zucken? Mit leichten Muskelfall. Naja, also jetzt wird das Video doch noch asozial am Ende. Das wollen wir ja überhaupt gar nicht haben. Also deswegen sagen wir mal auf Wiederschauen. Tschüss. Kommt nichts. Tschüss. Tschüss.